Edits, ich bin Martin und herzlich willkommen zurück zum Mario Maker Mittwoch mit mir, Martin. Scheiß Mario! So lang ist's her. Letztes Mal habe ich mit der Andrea probiert, die 100 Mario Herausforderung zu schaffen und wir haben kläglich versagt. Ein paar von euch haben mich gefragt, ob ich einige Levels erstellt habe und ich glaube, ich nutze gerade so eins jetzt als Einstieg, weil das sollte ja eigentlich gut sein, weil ich genau weiss, wie man sie muss spielen. Wir werden es sehen. Das ist mein erstes Level, das ich überhaupt erstellt habe. Das heisst Hard But Fair 1-1. Es ist 795 Mal gespielt worden und nur 8 Mal geschafft. Das heisst eine Abschlussrate von 1%. Falls du Lust hast, um das auch mal zu spielen, seht ihr jetzt hier unten die ID. Haha, schau mal die Knollennase, die mein Dingsbumsi hat. Also schau jetzt, der Anfang ist mega einfach. Du musst einfach so einen Spin-Jump machen und dann kommst du hier rüber. Dann brauchst du einen Pilz. Schau mal den komischen Eierkopf da unten, der ist ja voll am Rasten. Also schau jetzt, hier wieder Spin-Jump. Und dann einfach weiter durch Spin-Jumpen. Also hier ist ein bisschen Platforming, wo ich gerade absolut versau. Also eben, hier muss man nur ein bisschen simples Platforming machen. Einfach durchkommen und dann passt das schon. Es hat ein paar Stacheln, weil ich liebe ja bekanntlichermaßen Stachelabartung. Und jetzt weißt du, warum du die Sprungfedern hast mitnehmen musst, weil sonst würdest du hier nicht raufkommen. Als nächstes brauchst du den geilen Helm hier, weil hier gehen irgendwie die komischen Thwomp-Dingis, oder wie die auch immer heissen, runter. Und die musst du ja irgendwie können auf dem Kopf balancieren. Wenn du oben angelangt bist, passiert das. Und dann kannst du durch, aber du verlierst den Helm und bla bla bla. Schau, du hast das Ziel. Kannst noch nicht ins Ziel gehen, musst du zuerst schon in die Röhre. So, hier gibt es mal den ersten Checkpoint. Aber logischerweise, so fair wie ich bin, verlierst du gerade wieder den grossen Mario. Du musst nämlich klein sein, um weiterzukommen. Schau, hier. Keines Leben. Woo! Jetzt geht es weiter mit dem Spin-Jump. Du musst halt einfach ein bisschen balancieren. Und da vorne wird es dann auch ein bisschen schwer. Weil du musst hier über auf den nächsten. Fuck, ich schaff das gerade ernst auf dem ersten Mal. Und jetzt hier wieder auf den nächsten über. Ah! Dann brauchst du die blöde Bombe. Musst du hier anschießen. Sonst kommst du nicht weiter. Schau jetzt, so einfach ist das Ganze. Hier musst du die blöde Bombe-Billy-Zone mitnehmen. Und dann kannst du hier übergumpen. Schau jetzt hin. Oh! Oh! Also gut, ich habe es nur unten ran geschafft. Oben durch geht es zu einem Geheimnis. Schau, da kommst du nämlich hier nicht weiter. Aber wenn du oben gehst, kommt die Storen. Ich mache das jetzt aber nicht, das können wir selber herausfinden, was für ein Geheimnis das ist. Und da hat man es dann auch geschafft. Kannst noch das Leben abholen, wenn du hoch rauf gehst. Aber das lassen wir sein. Der Weltrekord ist fast 3 Minuten. Wie lang ist das Level eigentlich? Jetzt sind wir aber genug eingespielt. Jetzt fangen wir an mit einem richtig schweren Level. Das sieht doch mal gut aus. We can do it together. War Jutsu, das sieht ja richtig geil aus. So, jetzt haben wir mal schauen. What the fuck, ich bin ja so eine geile Schildkröte. Was ist denn das? Wieso bin ich ein Schildkröte? Aha, ich komme draus, ich muss den Typ retten. Schneller! Oh, fuck. Komm, schnell. Das ist ja mega stressig, das Ganze. Man muss da wirklich einfach zusammen das schaffen. Man hilft sich sozusagen gegenseitig. Das ist ein richtig geiles Leveldesign. Schnell! Oh fuck! Das ist gefickt worden! Was hätte ich denn machen müssen? Ich muss da warten, dass er drüber laufen kann. Jetzt darf ich! Schnell! Schnell! Nein! Ich brauche, glaube ich, den Hurenschuh. Komm, schnell! Mach, vorwärts! Die Huren verdammte Schildkröte! Jo, sprengst den Scheiß jetzt bitte! Ich habe die Schildkröte verloren! Hilfe! Ja, fuck. Zum Glück ist es doch nicht nervenaufreibend, weißt du? Nein, fuck, ich komm bei ich höre Doppel! Explodier, die Scheiße! Mach doch vorwärts! Jetzt muss ich hier wieder raus. Verdammt, da läuft ja viel zu viel! Nein! Das Level ist gar nicht schwer. Du musst einfach wissen, was machen. Aber skillmäßig ist es jetzt nicht so eine riesige Herausforderung. Oh mein Gott, schau jetzt, was ich hier machen muss. Jetzt muss ich mich hier an dieser Kretterranke hier heben und immer rauf und runter gehen, weil es kommen verdammt nochmal höher viel von diesen Pflanzen. Oh, jetzt habe ich es aber, glaube ich, geschafft. Nein! Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Jetzt muss ich denken auf das Ding drauf. Oh Gott, nein, Martin, wie kannst du so blöd sein? Jetzt muss ich nur auf das Ding da drauf und einfach hoffen, dass ich nicht getroffen werde. Zum Glück sind die weggemacht worden. Merci vielmals, Schildkröte, Kollege. Schnell! Gut. Nein, ich glaube, mein Kollege muss sterben. Oh nein, das stirbt nicht. Ah, jetzt muss ich ihm helfen. Schau jetzt, das ist eben geil. Zieh dir das Shit rein, das ist ja innovativ bis zum Gehen nicht mehr. Hab die Martin.
Oh nein, da schießt der Bowser mit seinen scheiß Flammen. Bowser, du Hurensohn! Ich glaube, da muss ich durchsäckeln und ich glaube, da verliere ich das Power-Up. Nein, ich bekomme einen Stern. Nein, mein Kollege ist getötet worden. Nein, Schildkrötli, Schildkrötli! Die Schildkröte sieht aus, als wäre sie vollkommen auf Drogen. So geil, schau, die Schildkröte ist im Himmel, wegen dem hat sie Flügel. Hammersache, ohne Scheiß, das ist, glaube ich, das beste Level, das ich bis jetzt gespielt habe. Super Mario World Checkpoint vom Domtendo mit einer Abschlussrate von 3% etwa. Im Normalfall regen mir die Level vom Domtendo ja einfach nur abartig auf, aber ich glaube, diesmal schaffe ich sie. Wow! Fick dich doch! Schau jetzt denn, da kommt so ein Hurensohn von einer Feder raus. Logisch brauchst du Feder, jetzt muss ich alle aufholen. Oh! Woo! Yes, Checkpoint! Das kann ich glauben, jetzt hat es auch noch Hammerbrüder. Hau ab, du Hammersohn! Oi, jetzt geht Schissi aber auch wieder ab. Ich versteck mich lieber hier. Ja, schiss doch einen Kappen, Mario! Schiss einen Kappen! Oh nein! Fuck! Jetzt muss ich aber hier warten, damit ich hier drüber komme, ohne in den Scheissdreck hier runterzufallen. Alter, aber nicht, dass ich jetzt noch stirb. Bitte gib mir einen Checkpoint oder ein Power-Up. Irgendwas. Ich will einfach nicht sterben jetzt. Oh fuck, schau jetzt, den musst du noch timen. Ich komme genau auf seinen scheiß Arsch drauf! So langsam aber sicher glaube ich nämlich, dass der Domtendo ziemlich ein masochistisches Arsch ist. Diesmal darf ich es hier echt nicht versauen. So, jetzt komm ab. Gut. Also wenn ich jetzt nochmal stirb, dann höre ich auf mit dem Level, weil so verdammt viel Geduld hätte ich nicht. Ich habe es geschafft! Spring, Baby! Yes! Ich kann es gar nicht glauben, ich habe es geschafft. Es ist so schwer und mühsam gewesen. Ich schwitze richtig, alles tropft. Das tönt doch sehr angenehm. Fiery Fortress. 8% Abschlussrate. Das heisst, es sollte eigentlich relativ einfach sein. Es geht nicht immer ums Gleiche. Ich muss einfach diesen Feuerball ausweichen. Ich glaube, das Level schaffe ich gerade im allerersten Versuch. Schau jetzt. Checkpoint schon mal geholt und schon wieder so ein Pilz. Wai! Oh je. Oh fuck, ich glaube, ich schaffe es vielleicht doch nicht im ersten Mal. Oder vielleicht schon. Schau mal die Skills, die ich hier an den Tag lege. Ich meine, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ich glaube, ich schaffe die Schisse im ersten Mal. Oh, fick. Schau mal das an. Jetzt wird's richtig schwer. Wenigstens habe ich diesmal einen Pilz, dann soll es doch einigermaßen machbar sein. Oh, shit. Das ist so verdammt knapp gewesen. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Martin, jetzt konzentrier dich. Gib alles. Fuck. So, also jetzt kommt der schwerste Teil, den ich jemals gemacht habe in einem verdammten Game und ich schaff's. Im Fall ganz ehrlich, ich glaube langsam aber sicher, dass ich das schaffen könnte. Jetzt muss ich nur den scheiß Baby-Bowser-Boss hier besiegen. Nein. Hau ab, du Babysohn. Fuck, der kann ja so huren Shit rummachen. Ich habe den Schlüssel. Und jetzt, ich hab's geschafft. Yes! So, und jetzt spielen wir noch Money is the Root of All Evil vom Rassi. Ich kann mir schon ziemlich gut vorstellen, was es hier geht. Wahrscheinlich darfst du keine einzige von diesen verdammten Münzen sammeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn du eine Münze sammelst, dann bist du eingesperrt. Ja, genau, ich habe es gewusst. Schau jetzt hier, ich habe es schon mal gewusst. Jetzt musst du eh hier rauf und dort hingehen, wo es eben die Münze nicht hat. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, fuck! So, also! Darf ich sicher nicht hier rein, wo die Münzen zeigen, sondern muss hier rein. Gut, so muss es laufen. Aber ich habe gleich 3 Münzen schon gesammelt. Fick dich, du scheiß System. Ich mache es eben richtig. Ich sammle Münzen, obwohl ich gar nicht darf. Oh, fuck, schau jetzt. Wahrscheinlich komme ich jetzt schon ins Ziel, oder? Nicht die Münzen sammeln. Es ist so verlockend. Es ist so verdammt verlockend, um die scheiß Münzen mitzunehmen. Muss ich jetzt hier machen? Ja, das darf ich eh nicht brauchen, wenn sie Münzen oben dran hat. Von dem her teste ich es gar nicht aus. Ja, ich habe das Prinzip verstanden. Wo muss ich jetzt hin? Fuck! Wo muss ich jetzt hin? Hier oben. Ich hab's einfach gewusst. Holen wir gar noch das Leben ab. Yes, Martin. So, das war's für heute. Falls übrigens irgendjemand von euch eigene Levels erstellt hat im Super Mario Maker und möchte, dass ich die spiele, schreibt doch einfach die IDs unter in die Kommentare rein, dann kann ich mir sie mal anschauen. Und ich hoffe natürlich, dass ein paar von euch auch Mini-Levels spielen, weil sie sind hart, aber fair. Im Gegensatz zum anderen verdammten Fick, den du da teilweise siehst. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!
Fuck, fuck! Fuck! Das hätte ich jetzt nicht müssen sein. Und weißt du, was das Problem ist? Der Lukas, der rennt einfach durch meine ganze verdammte Scheißmannschaft durch. Durch meine ganze verdammte Scheißmannschaft durch, Mann! Das ist genau das, was ich so abartig nicht ausstehen kann. Dem verdammten Fuck FIFA-Game. Genau das! Genau so schnell den Ausgleich bringen. Genau so schnell den Ausgleich bringen. Rodriguez, halt den Ball! Halt den Ball! Halt den Ball! Schieß!